Gibt's einen Plan B? Plan B ist eine Martial Arts Action-Komödie, bei der sich vier Freunde, um ihre Haut zu retten, mit einem ganzen Haufen Gangster anlegen müssen. Doch darüber hinaus ist Plan B auch noch mit Leichtigkeit der wichtigste deutsche Film des Jahres. Fernab von Beziehungskomödien, Problemthema-Dramen und eben den typisch deutschen Genres, servieren die jungen und engagierten Macher hier ein Feuerwerk der guten Laune. Es sind solche Produktionen, die seit vielen Jahren einfach nur komplett fehlen. Und Plan B zeigt eindrucksvoll, dass eben auch Actionfilme hierzulande kein Problem sind. Dabei überzeugen die so charmanten wie kompetenten Nachwuchsstars nicht nur in den Action-Szenen, sondern auch mit ihrem ganzen Auftreten. Man kann nur hoffen, dass Plan B Erfolg hat, denn diese Jungs haben genug Charisma für eine große Karriere. Plan B selbst ist dabei eine Dauerhommage an den 80er-Jahre-Actionfilm im Speziellen und das gut gelaunte Krawallkino in seiner Gänze. Man merkt, dass die Macher hier selber Freunde der Materie sind, so liebevoll wie hier Zitate von Sylvester Stallone und Co. sowie zahlreiche Action-Klischees eingebaut wurden. Jenseits davon hat Plan B allerdings auch ein paar Probleme. So ist die Handlung etwas zu vollgepackt, das Finale etwas zu wenig geradlinig und es ist schade, dass die größte Action-Szene des Films bereits die allererste ist. Doch das lenkt nicht davon ab, dass Plan B einfach nur eine richtig großartige Action-Sause ist. Die im Film präsentierte Kampfkunst ist dabei so beeindruckend wie gut gefilmt. Die Kamera wackelt nicht wie in vielen anderen aktuellen Filmen wie wild. Der Schnitt sitzt und man kann die großartige Choreografie zu jeder Zeit wunderbar erkennen. Dabei gibt es auch einige eigenwillige Ideen, aber der Fokus bleibt klar. Coole Action, sympathische Charaktere und gute Laune. Ein weiteres Plus ist der gesamte Neo-80er-Jahres-Style, der sich von der Kleidung über die fantastische Retro-Musik bis hin zur eigentlichen Inszenierung erstreckt. Denn auch die zitiert gerne so einige klassische Actionkracher der glorreichen Neon-Ära. Das Fazit ist klar, dies ist der wichtigste deutsche Film des Jahres. Dabei ist Plan B, wie gesagt, nicht perfekt, aber absolut sehenswert. Wer auch nur ansatzweise Lust hat auf gut gemachtes Martial-Arts-Kino und sehen will, dass auch in Deutschland gut gelaunte Action kein Problem ist, der muss sich Plan B anschauen. Und deswegen viel Spaß im Kino. Plan B. Was ist denn Plan B?